Da glaube ich auch. Ich glaube, ich mache sogar die BP. Du willst mich verarschen. Da sind wir wieder zurück bei der No-Fight-Challenge. Ich hoffe, ihr habt wieder eingeschalten. Das letzte Mal hatten wir einen ziemlich langen Bosskampf, wenn man es so sagen kann. Auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern gewesen. Marmella war, ja, ganz nervig. Oh, jetzt kriegen wir die Orden. Stimmt, Orden könnten auch noch ganz entscheidend sein. Also, da muss ich dann mal schauen, ob ich ein paar gute hinbekomme. Die Erklärung kann man ja leider nicht überspringen, aber die Stats steigert es erstmal und das finde ich gut. Weil dadurch werden unsere Stats enorm gesteigert. Was eigentlich ziemlich nice ist. Weil das sind gratis Stats. Ohne Level. Weil Level bekommen wir sowieso nicht. Und dass der Angriff und die BP dadurch steigen, ist natürlich noch besser. Eigentlich fast schon. Weil genau diese Sets brauchen wir momentan am meisten. Verteidigung geht noch. So brutal sind sie ja noch nicht, die Gegner. Na, ja, können wir noch nicht lang. Ja, wir müssen jetzt in Grinsewald. Das ist ein nerviger Gegner. Aber zum Glück hat er uns nicht gesehen. Da ist auch noch einer. Oh, den hätte ich auch fast nicht gesehen. Also der Grinsewald. Der ist da im Südwesten. Vom Bohnenschloss. Eigentlich nicht schwer. Man geht hier hin. Und da wir die Bohnenbrosche bekommen haben, dürfen wir hier auch hin. Rein, besser gesagt. Sonst kommt man hier nicht weiter. Also man muss davor Marmella besiegt haben. Und die Bohnenbrosche haben. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Weil die Parabinis sind eigentlich immer so richtig aggressiv und wollen euch angreifen. Und zwar direkt, wenn sie euch sehen. Deshalb dachte ich, dass der uns jetzt safe anfliegen wird. Tut aber nicht. Deswegen wir leicht hier rein können. Dürfte das Grinsewald Chateau. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann zum Glück kein Französisch. Oh. Aber es wird schon. Beide auf Level 6. Was für ein wunderbares Level, um hier weiterzugehen. Ich glaube, dass mittlerweile sogar die normalen Gegner ein Problem werden könnten für uns, wenn ich ehrlich bin. Aber dann lass mir mal überlegen. Man muss, glaube ich, hier lang, ne? Irgendwann ist man ganz knapp da dran. Das Labyrinth kann man auswendig lernen. Oder man hat es halt irgendwann im Blut. Bin ich jetzt echt falsch gelaufen? Oha. Krass. Aber dann muss ich, wahrscheinlich ist es dann das, wo ich hinten lang muss, genau. Dann ist das hier. Dann sind wir jetzt eh schon gleich da. Jawohl, jetzt sind wir draußen. Und dann ist Claude auch hinter uns. Früher habe ich ihn immer Claude genannt. Weil ich eben nicht wusste, wie es ausgesprochen wird. Aber es war mir eigentlich auch ziemlich egal. Boah, wenn man da reingefallen ist damals, war das so lästig. Ist mir tatsächlich manchmal passiert. Aber wenn man das Labyrinth nicht auswendig kann, so wie ich jetzt beispielsweise, und halt wirklich rumsucht, bis man mal den Weg rausgefunden hat und dann darunter fällt, oh Mann, das ist bitter. So, jetzt kommt der Azubi, natürlich Bowser, wie man weiß. Die Story, wie die beiden zueinander gefunden haben, ist auch immer wieder genial. Weil Bowser hatte ja einen Gedächtnisverlust, nachdem, warte mal, ich muss halt echt aufpassen wegen dem Aussehen. Bowser hatte ja einen Gedächtnisverlust, nachdem er aus den Sternschnuppenfeldern rausgeschossen wurde. Und Claude hat ihn dann gefunden und sich gedacht, jo, den nehmen wir mal auf. Oh, 17. Nice, der hat wohl richtig schlechte Verteidigungswerte, oder wie? Weil Luigi macht nur 5. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Die Hämmer schwingen, um den ganzen Zeug auszuweichen. Aber der Bohnenorden, man merkt schon, er bringt es richtig. Weil das Mario jetzt so viel Damage macht, das finde ich schon ziemlich nice. Ich
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch schon auf den Kampf gefreut, weil ich wusste, dass er kommt. Ich habe ihn im letzten Part habe ich ihn noch ausgeblendet gehabt, weil ich vergessen habe tatsächlich, dass der hier kommt. Aber mittlerweile, nachdem ich dann überlegt habe, was eigentlich jetzt kommt und ich mich an dieses Chateau erinnert habe und ich dann gemerkt habe, oh, da kommt ja der Kampf, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich schon drauf gefreut, weil ich liebe diesen Kampf. Generell liebe ich die Azubi- und Claude-Kämpfe. Die mag ich immer sehr gerne. Warum ich nur Azubi angreife, also Bowser? Aus dem einfachen Grund, dass ich es mir nicht selber unnötig schwer machen will. Weil wenn man Claude angreift, dann wird Bowser aggro. Und wenn man Bowser besiegt und Claude noch da ist, dann haut Claude sowieso automatisch ab, weil er Schiss hat. Ah ja, stimmt, jetzt kommt ja das. Mamamam. Spuckt er Feuer. Sogar das hat er vergessen, dass er das kann. Fand ich cool, dass... Warum auch immer das getroffen hat, das ist jetzt aber eher Nebensache. Wir haben ein Problem. Houston, we have a problem. Pilz. Ich weiß wirklich nicht, warum das getroffen hat, obwohl ich drüber gesprungen bin, aber hey. Sirup für Mario. Weil wenn Azubi schon da so rumspuckt mit dem Feuer, ist das ein gutes Zeichen. Weil das heißt, dass er bald keinen Bock mehr hat. Okay, kann man ruhig früher springen. Also nur solange eigentlich die große Flamme am Anfang nicht trifft, ist eigentlich alles okay. In dem Fall. Finde ich gut. Bam! Oh ja, der Orden. Ich glaube, der Orden entscheidet gerade, dass der Kampf nicht so schwer wird, wie er hätte sein können. Muss ich ehrlich sagen. Also Claude, lass mal einfach mal... Oh, beides kombiniert, ha? Huh? Das heißt, er ist schon ziemlich lowlife. Weil sonst würde er es nicht machen. Ich kenne die Angriffsmuster der... Jawohl, weg ist er. So, das war's mit Azubi. Claude ist jetzt noch circa eine Runde oder so da. Können wir mit einem Sprung machen. Jetzt macht er noch einen Angriff, glaube ich. Oh, und jetzt verpisst er sich. Weil jetzt denkt er sich so, nope. Not my problem, bitches. Dafür gibt's auf Fett-EP. Glücklicherweise. Boah, 3 bei Angriff. Nice. Zum Glück haben wir auch ein Level-Up dadurch bekommen. Oh ja, sieht nicht schlecht aus, die BP. Angriff, ein paar Einsen. Da glaube ich auch. Ich glaube, ich mache sogar die BP. Du willst mich verarschen. Nein, das kann doch nicht sein. Warum denn eine fucking 1 und der sind natürlich wieder 2 Nuller? Oh. Ah, nee, ich nehme die HP. 2. Besser als nix, aber komm. Was war das denn jetzt? Einfach eine scheiß 1. Da kommen 3 Dreien hintereinander und dann kriege ich die 1. Das ist halt einfach richtig bitter und kann Konsequenzen haben, weil wir halt einfach alles brauchen können. So, gab's jetzt hier noch irgendwo ein Item? Nicht, nee, du. Also hier können wir kurz zwischenspeichern. Im Grinsewald Chateau, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, im Lagerraum. Hier gibt's nämlich auch noch was ganz Interessantes. Oder was im nächsten Raum? Ich bin mir gerade unsicher. Man könnte jetzt hier schon weiter. Gehen wir aber nicht, weil zuerst machen wir das Fass kaputt. Da sind nämlich 2 Kollegen drin. Sehen zufällig aus wie Mario und Luigi, ne? Wurden von Azubi und Claude hier reingesteckt ins Fass und die bringen uns jetzt neue Sachen bei. Also halt neue Moves. Und dann haben wir auch neue Paar-Attacken, die ganz praktisch sind. Weil dann habe ich für Luigi endlich mal eine gescheite Paar-Attacke, weil ich hasse seine erste Paar-Attacke, muss ich ehrlich sagen. Ich hasse... Oh nee, tu mir das nicht an. Ich hasse Hobbs-Brüder. Diese Paar-Attacke finde ich einfach nur mega behindert. Und sobald er dann Schlagbrüder hat, ist alles okay. Weil dann macht er auch Damage mit seinen Paar-Attacken. Zumindest mehr als mit der jetzigen. Mario bekommt dann auch noch eine ziemlich coole Attacke. Ja, ich will natürlich neue Hammer-Aktionen lernen. Aber das können wir jetzt einfach schnell durchhauen.
Also, es ist das Übliche. Luigi schlägt Mario klein. Mario kann dann durch enge Löcher. Mario schlägt Luigi unter die Erde. Luigi kann unter irgendwas durch. Fertig. Das ist alles. Ist ja nicht wirklich schwer, ne? Ich meine, die Tutorials sind zwar verständlich, aber wenn man sie überspringen könnte, wäre es auch nice. Man müsste einfach mal so eine Funktion in jedes Game einbauen, dass man das Tutorial überspringen kann, und zwar jedes. Das wäre mal, würde ich echt mal nicht schlecht finden. So, und jetzt, zack. So, jetzt wollen die, dass wir zwei Kelche holen, um ihnen zu zeigen, dass sie es drauf haben. Das ist no problem. Kein no problem, Houston. Luigi kann hier durch. Muss dann, glaube ich, ja genau, hier so einen Knopf betätigen. Tor geht auf, Mario kommt durch. Dann können wir da hochspringen. Grüner Kelch und der rote Kelch ist da drüben. Und was könnte man da anderes brauchen, als jetzt hier einfach den hier zu machen. Übrigens, dieses Stahl, diese Stahlplatte am Boden verhindert, dass ich halt da durch kann. Beziehungsweise, dass ich da Luigi in den Boden schlagen kann. Ganz einfach. Deshalb war das auch da, damit man nicht mit Luigi beides holen kann. Ist auch logisch gedacht und logisch gemacht. Also so ist es nicht. Wir haben neue Aktionen gelernt, das ist ganz gut. Damit kommen wir jetzt auch voran. Weil sonst würden wir im Grinsewald keine Chance haben. Warte, komm, haben wir volles... Ja, wir haben alles voll. So, jetzt wird's stressig, meine Freunde, weil jetzt beginnt der richtige Horror. Falls jemand noch die Gegner des Waldes kennt. Das war klar, dass das passiert. Es ist unmöglich, dem auszuweichen. Mach no Scheiß jetzt, Mann. Ich schwör's dir. Yo! Ihr müsst wissen, ich habe gerade voll drauf gehämmert, ne? Und ich hatte keine Chance zu entkommen. No chance. Wie viele Münzen habe ich jetzt verloren? Ja, viele, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel ich davor hatte. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich check nicht, warum man so viel verliert. Ich meine, bei der... Im Sternschnuppenfeld ist es auch hinbekommen. Aber etwas ist hier halt geil, dass es eine geile Mucke gibt, ne? Ja, halt's mal Karte. So, wir müssen nach da oben. Also auf jeden Fall. Und jedem Gegner ausweichen. Wird das lustig? Auf jeden Fall. Weil manche Gegner hier halt richtig asozial sind. Spätestens hier kommt man da nicht weiter. Aber man hat, glaube ich, schon an den Igeln selbst gesehen, dass, ja... Oder war der Igel... Ich glaube, die heißen Peaksbeanie, ne? So viel ich weiß. Ich kann ja mal speichern. Schadet nicht. Falls man Game Over geht. Zum Glück bin ich aber den Zwerg... Den Peaksbeanie ist im Kampf selbst ausgewichen. Deshalb haben wir nur Geld verloren und keine Leben. Weil Leben verlieren ist das... Schlimmste, was uns passieren könnte. Also wollen wir mal schauen, was hier so gibt. Einmal ein Knopf. Oh, ich hoffe, dass uns die Gegner nicht in die Quere kommen, wenn wir irgendwelche Sachen machen müssen. Oh, zwei Sirupenpilz. Was ist das denn für ein geiler Raum gewesen? Oh, wartet mal. Mir fällt ja gerade was auf. Was wir jetzt machen können. Meine Güte. Muss mir nochmal kurz umschauen. Hier nix. Wir können hier jetzt Boden ausgraben. Habe ich voll nicht im Blick gehabt. Das werden wir auch machen, so oft es geht. Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil es gab einen Bereich da hinten, wo die Bohnen richtig heftig geil waren. Nämlich hier gab es eine. Eine Grinsebohne. Ich bin mir nicht sicher, kann man die für Stats verwenden oder nicht? Ja, warte mal, das ist hier. Grinsebohne. Okay, das Zeug ist nur zum Mischen da. Ja, man kann dann später Drinks draus machen. Die Frage ist, ob das worth ist oder nicht. Da bin ich mir gerade leider ziemlich unsicher.
Ach, das. Es ist cool. Luigi geht ins Fass rein, stellt sich auf die Platte. Der Typ schießt jetzt was. Ich reflektiere es und er bumst sich selbst. So, aus dem Fass kann man ganz leicht wieder raus. Oh Gott, ich glaube aber, dass man... Ah, ich würde gern darüber, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß, dass es da halt was gibt, ne? Warte, schieß mich nochmal ab, bitte. Jawohl, ungefähr so muss ich's machen. Baiten ohne Ende. Und dann den Überraschungsmoment nutzen, um einfach vorbeizugehen. Weil wie man sieht, es lohnt sich schon. Hier sind Bohnen und Münzen und Items. Alles wichtig. Oh, so viel Kohle. Tatsächlich freue ich mich mal drüber, Münzen zu kriegen. Ist ja nicht so, als würde man sich das Leben selbst schwer machen, oder? Oh, das war knapp sogar. Einfach durchrennen. Bei den Peaks Beanies sollte man gar nicht lang brauchen, sondern einfach durchrennen. Oh Gott, jetzt will er mich bumsen. Warte, der Stein ist ja weg, ne? Oh ne, ich komme ja nicht mal mehr an dem vorbei. Oh ne. Was? Oh, der kann runter, nein. Jetzt verliere ich schon wieder so viel Kohle. Verpiss dich. Das wird schmerzhaft. Ich will es gar nicht anschauen. Ah! Ah! Es tut so weh. Wartet, ganz ruhig bleiben. Wir gehen hier rein, raus und dann... Perfekt. Ja, ungefähr so muss halt laufen, ne? Ja, alles für nix. Geil. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh. Bohne. Wenn's geht, nehme ich sie mit. Oh, warte mal, müssen wir hier nicht... Ich muss irgendwie hier rüberkommen, dann wird schwer. Aber es könnte möglich sein, tatsächlich, ohne den Gegnern direkt in die Arme zu laufen. Warte, kommt man darüber? Man konnte aber schon irgendwie... Warte mal. Konnte man schräg fliegen? Doch, man kann schräg fliegen und laufen. Nur gibt's da, glaube ich, das Problem. Ja, ich weiß, dass das Problem ist, dass man... Wartet mal kurz. Da muss ich kurz was einstellen dafür. Das ist das Problem. So, jetzt ab. So, passt. Jetzt haben wir's. Jetzt darf ich wieder zurück einstellen. Was ich jetzt machen musste, war ziemlich nervig. Ich musste nämlich... vom Controller umstellen zur Tastatur, damit ich die Pfeile, also damit ich die Richtungen gleichzeitig drücken konnte. Und während der mich jetzt aus dem Fass holt, dann raste ich aus. Ich muss warten, bis der random generiert nach oben läuft. Okay, passt. In der Animation greifen sie sowieso nicht an. Gut, weil die Dinger können richtig asozial sein. Muss man sagen, so, jetzt sind wir wenigstens hier. Ich musste jetzt umstellen, die Tastatur, damit ich oben und rechts gleichzeitig drücken konnte, weil man kann nämlich diagonal fliegen. Nur das Problem ist, dass es mit dem Controller nicht geht und ich hoffe, man braucht es nicht mehr so oft. Gut, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte des Grinsewalds. Nächstes Mal werden wir dann zu dem Baum da oben gehen, wisst ihr welcher. Und die Grinsebohnen oder wie die Lachbohnen holen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei der No-Fight-Challenge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.